So, ja, jetzt mal kurz ein kleiner Vorspann von mir. Keine Angst, es geht gleich los mit dem Video. Ich wollte nur anmerken, dass meine Aufnahme ein bisschen verspackt ist, aber nur ganz klein bisschen. Deswegen musste ich ein paar Sachen rausschneiden, aber das merkt man fast gar nicht. Und zweiter Punkt, ich rede immer von Montag. Das soll Montag sein, aber ist natürlich Samstag. Deswegen ignoriert das einfach und jetzt geht's auch gleich los mit dem Video. Moin moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening auf meinem Kanal. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute ist das erste Team of the Season Pack Opening bei mir. Ja, das ist schon das dritte Team of the Season nach der Premier League und den Spielern, die nie ein Inform erhalten haben und gut, trotzdem gut gespielt haben, ist jetzt das dritte Team of the Season und zudem mache ich jetzt ein Pack Opening und es wird endlich mal wieder ein, sagen wir mal, teilweise aktuelles Pack Opening sein, weil die anderen immer vorproduziert waren. Das habt ihr auch gemerkt, dass von letzter Woche, von letzten Montag war natürlich nur Team of the Woche, Team of the Woche, Team of the Week. Und dieses ist zwar auch ein bisschen vorproduziert, also eine Woche, weil heute Montag sein müsste. Bei mir ist Montag, bei euch ist auch ein Montag, aber der Montag den Packs. Ich habe im Shop jetzt ein Season-Ticket Premium Gold Set. Mit dem fangen wir an. Und mal schauen, was uns dieses Pack beschert. Machio. Und Robinho. Robinho wollte ich schon immer mal ausprobieren. Machio, Robinho. Eder. Okay. Machen wir schnell. Rest können wir den Verein speichern. Jetzt auch gleich weiter. Ich habe mir überlegt, dass wir, ich weiß nicht, ob wir ein, gehen wir mal auf Goldsets, ein Jumbo Premium Goldset ziehen oder nur 7500er Goldsets. Ich fange einfach an, ne, Falcao nehmen wir nicht, das wisst ihr, glaube ich, langsam. Wer da drauf ist, das weiß ich jetzt, glaube ich, auch. Ich habe nur den Namen vergessen, mal wieder. Ist so sinnlos, ich weiß es und weil kann euch den Namen nicht sagen, aber ich weiß, das spielt bei Stoke City, glaube ich, oder bei Southampton. Ne, bei Southampton. Keine Goldkarte. Aber dafür einer aus Barcelona. Ach man. Fängt schon wieder an. Ich sehe es schon kommen. Ich werde keine blaue Karte ziehen. Ich werde einfach keine blaue Karte ziehen. Das wird nicht sein, das wird nie passieren. Und das ist einfach nur schade. Das ist echt einfach nur schade. Alles in den Verein. Ich habe irgendwie saumäßig Pech. Ey. Es gibt Leute, die ziehen immer etwas Gutes. Zum Beispiel, ich nenne immer ein sehr gutes Beispiel, Matze Game LP. Dingens hat auch einen YouTube-Kanal und ich ziehe nichts. Und es zieht immer geile Karten. Jedes Mal. Menschenskinner. Ich hoffe, euch hat die Dingens, die Packluck-Folge Nummer 1 gefallen. Die kam nämlich am Donnerstag. Auf jeden Fall, vielleicht, wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt, dann schaut sie jetzt an, es lohnt sich. Ja, komm, machen wir ein 15K-Pack auf, oder? Machen wir ein 15K-Pack auf. Und, hey, da rechts so ein Grafikbug. Von der Karte. Auf jeden Fall, wen haben wir drin? Wen haben wir? Arthur Moraes. Ach man. Muss das sein? Ich habe so viel Pech. Das ist beinahe unfassbar. Schon wieder nur noch 40.000. Haben wir irgendwas? Naja, ich nehme die heute nicht, die 15k Packs. Ich bleibe heute bei den 7500er Packs und ihr seht's und hört's vielleicht. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört nicht. Überspringen wir mal. Martins Hildebrand. Ernsthaft. Ernsthaft. Wieso?
Wieso eigentlich? Das ist doch. Ich zieh nie ein, wisst ihr? Ich zieh einfach nie ein und der ist heute immer drauf. Tim Cahill, komm. Tim Cahill. Bitte. Ich mach die Augen zu. Ich mach die Augen zu. Was ist da drin? Was wird da drin sein? Jetzt müsste die Karte erscheinen. Was ist da drin? Controller suchen. Augen auf. Wollt ihr mich verarschen? Leute. Es ist Team of the Season Zeit. Wen krieg ich? Charles und Robney. Ivica Olic. Wieso? Wieso habe ich das verdient, ey? Ich habe mir 70.000 Münzen erspielt. Bin jetzt in der Offline-Saison in Liga 1. Ach, Mero, linker Verteidiger. Ich bekomme heute alles von Malaga. Ich habe das Wappen und zwei Trikots. Und dann noch ein Trikot vom HSV. Meine Fresse. Das ist doch mal. By the way, ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich wieder auf andere Gedanken komme, dass ich nicht mehr so angepisst bin. Für 100 Abonnenten. Es ist 2 Tage her. Für euch schon 9 Tage. Wenn ich alles richtig rechne. Und wir haben fair mehr. Und wir haben fair mehr. Und 2 Modifikationen. Komm, bitte, ist was Gescheites dabei? Nein. Alles Crap. Oh Mann. Oh, das regt mich schon wieder auf. Das regt mich schon wieder auf. Augen zu. Überspringen. Wer ist drin? Augen auf. EA? Ist dein Ernst? Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir leid für euch, dass ihr jetzt nichts Spektakuläres seht. Das ist doch. Ach man, ich wollte mich heute nicht aufregen, wisst ihr? Ich wollte mich heute echt nicht aufregen. Aber ich glaube, EA möchte das. Ich glaube, EA möchte, dass ich mich aufrege. Ah, das können wir auch nicht mehr ziehen. Und dann ziehen wir das Rest noch mit. 750er Packs. Vielleicht ziehen wir ja ein Team of the Week, aber ich glaube auch nicht, dass wir Team of the Week Spieler ziehen. Okay, Team Training hat sich schon mal gelohnt hier. Die ziehen wir noch schnell runter. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, ich kann es verstehen, sind nur noch Bronze Sets. Ich kann natürlich abschalten. Alles überspringen. Naja, jetzt, obwohl 75 Kopfball, der ist gar nicht mal so schlechter Typ. Ich bin halt immer auf Trikotjagd, wenn ich so Trikotjagd, wenn ich jetzt so die Bronze Packs ziehe. Weil ich finde, Bronze Trikots sind mit am geilsten, ne? Überspringen. Starke Karte, du. Hier an, habe ich mehr Glück als mit den Dingens, mit den großen. Wer bitte tut sich ein Wimpel oder eine Flagge oder eine Fahne oder was das sein soll, als sicheres Logo machen? Und wo drauf steht Start? Da steht Start drauf. Warum? Ich glaube, er hat irgendwas gegen mich heute. Komm, letztes Jumbo Premium, Jumbo Bronze Set und gar nicht mal eine seltene Karte. Aber die oft drin, der auch gar nicht mehr so schlecht ist. Oh. Eieiei. Ich ziehe heute die ganzen Münzen weg. Letztes Pack, niemand drin.
So, meine Lieben, ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall nicht gefallen. Ich habe dafür, ich zeig's euch mal schnell, jetzt Liga 1 erreicht und wollte ein bisschen Münzen sammeln, weil ich keine FIFA Points ausgeben möchte. Und guckt euch mal diese Teams an. Man spielt ja nur auf Ultimativ und zweimal gegen Legende. Und Legende spielt man gegen die zwei besten Mannschaften der Welt. Gegen Bayern und gegen Barca. Das ist eine Liga, aber man kriegt 7000, wenn man sie hält. Auf jeden Fall, euch interessiert es wahrscheinlich eh nicht. Deswegen würde ich auch sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt mal den Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Wenn nein, dann tut das einfach nicht. Und dann würde ich sagen, servus, macht's gut. Und ciao.